Hi, Lieben, ich war vor ein paar Tagen bei DM und habe ein paar schöne Sachen eingekauft. Und falls es euch interessiert, was da in dieser Tüte drin ist, dann bleibt dran. As I sit here, sitting all alone, on the same place you kept telling me I was the one. Selbst nicht mehr, was alles in der Tüte drin ist, denn die steht bei mir schon seit ein paar Tagen im Schrank, weil ich die extra für euch aufgehoben habe, damit ich euch die Sachen zeigen kann. So, ich greife jetzt einfach mal in die Tüte rein. Ja, und das erste, was ich sehe, ist was Leckeres für Louis. Ein Brei von Hip mit Hafer-Apfelgeschmack ohne Zuckerzusatz. Ja, das ist Louis Ding. Er liebt Brei. Er liebt auch Stracciatella-Brei oder Butterkeksgeschmack. Das sind so seine drei Sorten. So, weiter geht's. Und ich sehe schon direkt, dass da ein Pinsel ist. Dieser Pinsel ist zum Konturieren. Ich habe ein paar Pinsel mitgenommen, weil ich das sehr wichtig finde, wenn man sich regelmäßig schminkt, dass man auch ab und zu seine Pinsel erneuert. Klar reinige ich die auch, aber ja. Irgendwann mal braucht man auch schon neue. Und hier ist schon der nächste. Und das ist ein Make-up-Pinsel. Bei DM habe ich noch nie Pinsel gekauft. Ich habe von Douglas welche oder von Amazon. Aber jetzt von DM habe ich noch nie welche gekauft. Mal gucken, ob die gut sind. Falls es euch interessiert, kann ich euch ja später berichten. Könnt ihr mir unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr das dann irgendwie wissen wollt, ob die gut waren. Ja, dann, dazu muss ich nicht viel sagen. Alle Frauen unter uns wissen, was das ist. Ja, ich habe natürlich auch Pflaster gekauft, wasserfest. Es ist Sommer, mein Sohn spielt sehr gerne Fußball und er verletzt sich ständig. Also alle Mamas da draußen, die Jungs haben und wenn die gerne Fußball spielen, ich meine allgemein Kinder, wenn die draußen spielen, die verletzen sich ab und zu. Und wenn die Jungs Fußball spielen, dann passiert sowas ständig. Also zumindest passiert sowas David. Er kommt immer verletzt nach Hause und deswegen habe ich immer genug Pflaster zu Hause. Dieses Mal habe ich von DM genommen, habe ich noch nie vorher gekauft. Ich habe immer bei der Apotheke welche geholt, aber ja. Ich hoffe, dass diese auch gut sind. Hier steht auf jeden Fall drauf, dass das ein Duschpflaster ist. Das heißt, man kann damit unter das Wasser gehen. Das ist sehr gut, weil David natürlich jeden Abend nach dem Fußball duschen muss. Und das macht er auch. Und dann braucht er ja nicht jedes Mal das Pflaster dann halt zu wechseln. Okay. Ja, hier habe ich was für die Küche und zwar diese Einmalhandschuhe. Okay, ich brauche die nicht nur für die Küche, ich benutze die auch manchmal, wenn ich zum Beispiel das Klo putze. Wenn ich Chlor benutze, dann ist das natürlich ein aggressives Putzmittel und dann braucht man auch natürlich Handschuhe. Und die nehme ich eigentlich immer von DM. Und ich sehe gerade, war das schon immer so? Oder ist das jetzt was Neues? Das ist mir nie aufgefallen, dass man die hinten so aufmachen kann. Eigentlich packe ich die so, sowieso aus und tue in meine eigene Box. Aber das habe ich echt nie gesehen, dass man hier die einfach so aufmachen kann. Ich habe immer hier so aufgerissen. Aber das ist ja echt praktisch. Ja. So. Ah, das nächste ist ein Nagellack und ich liebe solche Nagellacke, also die Farbe. Bei mir müssen die meistens so bräunlich sein, weißlich, mehr so in diese natürliche Richtung. Ab und zu trage ich auch gerne richtig rote Nägel, aber das meistens, wenn wir irgendwie ausgehen, wenn etwas Besonderes ansteht, ab und zu auch einfach so, aber mehr so auch Rosé-Töne, das mag ich auch, aber jetzt nicht irgendwie so grün oder blau oder so, sowas eigentlich nicht so gerne. Hier ist wieder was für die Küche und zwar ist das ein ganz normales Glaskeramik-Schwämmchen. Ja, diese Seite ist ganz weich. Habe ich noch nie gekauft, diesen Schwamm. Ich habe meistens diese gelben, die kennt ihr. Die kann man kaufen bei
Aldi, Lidl, sonst noch wo. Die habe ich meistens gekauft, aber dieses Mal habe ich jetzt dieses Schwämmchen genommen. Sieht irgendwie stylisch aus und ich denke, dass das auch lange hält. Zumindest ja, scheint die Qualität mega gut zu sein, deswegen habe ich das auch halt mitgenommen. Das ist so die raue Seite und die Seite ist mega weich. Ja, und wenn sich die Kinder verletzen, brauchen die natürlich nicht nur Pflaster, sondern auch Salbe. Ich habe jetzt einfach eine ganz normale Wundheilsalbe genommen. Ich denke, da kann ich jetzt auch nicht viel falsch machen. Und hier steht, wirkt kühlend, abschwellend und schmerzlindernd für die Befeuchtung und Heilung von Wunden. Ja, das brauchen die Kinder. Dann habe ich einen Reinigungsschaum genommen und wie der riecht, weiß ich nicht, weil den darf man ja nicht irgendwie im Laden ausprobieren. Habe ich noch nie genommen. Mal gucken. Hm. Sehr frisch riecht das. Doch, ganz frisch. Nicht süß. Ich mag eigentlich auch nicht so gerne süßliche Sachen. Ich mag eher so frische Sachen. Von der Marke Balea. Und hier steht milder Reinigungsschaum mit Mandelblütenextrakt. Trockene und sensible Haut. Eigentlich habe ich keine sensible Haut, aber trockene ab und zu schon. Also so zu dieser Jahreszeit, wenn die Sonne scheint, wenn man dann in der Sonne sich irgendwie befindet und so, dann ist die Haut automatisch ja, trocken. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mal das hier. Dann habe ich Blush gebraucht und ich habe jetzt einen genommen, der etwas dunkler ist. Meistens nehme ich so helle, eher so pfirsichfarbene Töne, so Rosé und Pfirsich gemischt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt versteht, was ich meine. Auf jeden Fall geht das schon mehr in die kirschfarbene Richtung. Ja. Riechen tut das irgendwie nicht so gut, aber... Ja, das Wichtigste ist, dass das gut aussieht. Ich meine, stinken tut das ja nicht oder so, aber es gibt Blushes, die ein bisschen besser riechen. Dann haben meine Mäuse was ja, zum Pflegen gebraucht. Ich rieche mal dran. Oh, jetzt ist es auf der Nase. Ja, das riecht auf jeden Fall süßlich und meine Kinder lieben süßliche Sachen. Deswegen, alle Kinder lieben süßliche Sachen. Oder süß riechende Sachen. Das ist auf jeden Fall ein Shampoo und Schauer in einem. Wolkenzauber, kein Zippen, keine Tränen. Das hört sich gut an. Das ist für die Kinder ganz wichtig. Und das ist von der Marke Bübchen. Habe ich jetzt das erste Mal ja, gekauft. Probieren wir es mal aus. Leute, entschuldigt mich, dass meine Nase ein bisschen rot ist, weil ich zwischendurch meine Nase putzen muss. Meine Allergie. Ihr kennt das schon. Ja, David muss natürlich auch duschen und hier steht das gleiche, Shampoo und Shower, kein Zippen, keine Tränen und natürlich ein Fußballermuster, also ein Junge spielt hier Fußball, bei David muss sich ja alles ums Fußball drehen, seine Trinkflasche, da ist ein Fußball drauf, seine Mütze, da ist ein Fußball drauf, bei seinen Postern, überall, es ist überall Fußball. David liebt Fußball, das wisst ihr ja schon. So, dann, was haben wir hier? Ach so, hier habe ich einen Bronzer, auch von der Marke Trend and Up. Das andere war auch von derselben Marke. Hier mein Blush. So, riecht das auch komisch? Ja, das riecht genauso wie das hier, das riecht irgendwie gleich. Ja, das riecht fast gleich. Und ja, mal gucken, ganz normal, bräunlich, was soll ich sagen. Mal gucken, wie das ist. Werde ich mal auf jeden Fall testen und euch berichten. Dann habe ich auch zwei Masken gekauft von verschiedenen Marken. Einmal von Balea, eine Feuchtigkeitsmaske, weil meine Haut halt im Moment, wie gesagt, trocken ist und weil ich Allergie habe und die ganze Zeit meine Nase putzen muss und dann ist hier alles so ein bisschen trocken. Deswegen verwende ich sehr gerne momentan auch so Feuchtigkeitsmasken, aber auch sonst immer zwischendurch, aber im Moment halt ein bisschen häufiger. Ja, und das hier ist auch eine Feuchtigkeitsmaske, aber von einer anderen Marke und ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Shavens? Spricht man das so aus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn ich das irgendwie falsch ausspreche, könnt ihr mich ja auch gerne korrigieren. Superfruit Maske. Mal gucken, wie die so ist. Das ist auf jeden Fall eine limitierte Edition. Mal gucken. Dann kommen wir zu dem letzten Produkt. Ist auch eine limitierte Edition.
Mit dem Kokos- und Frangipani-Duft und das riecht so gut. Das ist auf jeden Fall ein Duft ohne Aluminium. Das ist auch ganz wichtig. Hier steht für konzentrierten Deo-Schutz. Und Leute, es riecht wirklich gut. Es riecht gut. Ich könnte mich echt da reinsetzen. Ich denke, dass ich mir ein paar Flaschen davon kaufen werde. Aber jetzt ist mir was in den Mund gekommen. Auf jeden Fall. Ja, wird's bald. Beim nächsten Mal sprühe ich mir das nicht direkt ins Gesicht. Auf jeden Fall gefällt mir der Duft richtig gut und ich denke, ich besorge mir ein paar Flaschen, dann habe ich die halt ja, für später noch. Jetzt drehen auch meine Augen, aber ich bin ja jetzt fertig. Oh auf jeden Fall ist der Duft wirklich, wirklich sehr schön und ich werde mir auf jeden Fall mehrere Flaschen von diesem Duft besorgen. Ich habe jetzt andere Düfte nicht ausprobiert, aber im Laden habe ich mir diese Flasche genommen und ein bisschen in den Deckel reingesprüht und dran gerochen und ich war verliebt in diesen Duft und er hält auch voll lange. Die Flasche habe ich schon zu Hause ausprobiert und benutzt und mein Mann sagt auch, dass es das voll gut riecht. Ja, und das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Zumindest ist die Tüte jetzt leer und eigentlich möchte ich jedes Mal diesen Duft von Shirin David kaufen, aber irgendwie auch jedes Mal, wenn ich da bin, ist das Regal komplett leer. Da steht nicht mal diese Flasche, diese Probeflasche. Ich weiß nicht, was mit diesen Fläschchen passiert. Vielleicht habt ihr schon diesen Duft auch irgendwie selbst ausprobiert. Und wenn ja, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob das auch wirklich so gut riecht, wie die meisten das sagen. Aber vielleicht kann man den Duft auch online kaufen. Bestimmt kann man das, ne? Ich weiß nicht. Schreibt mir auf jeden Fall, ob ihr den Duft irgendwie mögt. Und wenn euch so eine Art von Videos gefällt, also so Hauls, DM-Hauls, keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch andere Vorschläge und dann versuche ich die umzusetzen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Tschüss!